willst also diesen Wettbewerb hier gewinnen. Was hast du denn zu bieten? Naja, ich bin ein Vampir. Ein Vampir also. Und? Glitzerst du auch? Was? Nein. Tja, dann bist du kein Vampir. Was? Noch nie Twilight gesehen? Dann, was tun sie nicht? Natürlich, ich habe alle Teile gesehen. Sonne. Ja. Also, dann müsstest du auch glitzern. Nächster. Moment mal. Okay, war nicht ganz fair. Ich gebe dir noch eine Chance. Kannst du, sagen wir mal, dich in einen Wolf verwandeln? Nein. Nächster. Okay, pass mal auf. Twilight ist ein blöder Film, der nur gedreht wurde, damit die Kids aufhören, Tokyo Hotel zu hören und endlich wieder auf Friedhöfen spielen. Mir fällt auf, du bist ziemlich klein. Was? Ich bin 1,88 groß. In meiner Charakterbeschreibung steht aber, dass Carmen nur 1,73 groß ist. Ja, ich meinte, ich bin 1,73 groß. Tja, ziemlich klein. Was ist Carmen eigentlich für ein Name? Kommst du aus Polen? Echt mies von dir, hier aus Polen rüber zu krabbeln. Bitte? Da ist übrigens ein Fleck auf deinem Mantel. Sieht nicht sonderlich schön aus. Okay. Eigentlich passt schon alles. Machen wir einen Deal. Ich lass dich gewinnen, wenn du mir deinen Gürtel gibst. Da hat wohl jemand vergessen, dass Glenn dein Gürtel so konstruiert hat, dass du ihn nicht öffnen kannst. Ups, da hat Glenn wohl vergessen, einen Verschluss einzuzeichnen. Blöd, aber auch. Will man nicht so sein. Ich habe noch eine Aufgabe für dich, die du vorher bewältigen musst. Tanz doch mal zu diesem Lied hier. Na komm schon, Kleiner mit der engen Hose. Tanz du mich. Ich finde, du hast echt gute Chancen. Die Jury berät sich jetzt und sagt dir dann spätestens eine Stunde, dass du verloren hast. Moment mal. Ach, komm schon, Eberboy. Was soll man mit anderen Leuten auf die Bühne? Und jetzt geh wieder zu deinen Loser-Freunden ins Publikum. Ich glaube, du vorher davon gereden hast. Next.